In Teilen Berlins musste gestern ja die Bundestagswahl wiederholt werden und das Ergebnis ist vor allem für die FDP spürbar. Sie verliert nämlich im Parlament einen Sitz. Damit gehören im Bundestag künftig noch 735 Abgeordnete an. Die Mehrheitsverhältnisse im Parlament ändern sich damit nicht. Die niedrige Wahlbeteiligung führt außerdem noch dazu, dass Berlin künftig mit 4 Mandaten weniger im Bundestag vertreten ist. 3 davon gehen jetzt nämlich an Listenkandidaten aus anderen Bundesländern. Damit zu Iris Seyram in Berlin in unserem Hauptstadtstudio. Ja, wie fallen denn die Reaktionen bei den Ampelparteien auf dieses doch etwas ernüchternde Nachwahlergebnis aus? Ja, in der Tat. Man muss sagen, dass große Schockwellen hat jetzt diese Teilwiederholung der Wahl hier auf der Bundesebene tatsächlich nicht ausgelöst. Dafür sind vielleicht auch die Verschiebungen im Bundestag dann doch zu gering. Aber man erkennt halt eben diesen Trend, der sich in dem Wahlergebnis bestätigt, nämlich die Unzufriedenheit mit der Ampelregierung. Es sind ja vor allen Dingen FDP und SPD, die verlieren. FDP, ihr habt es gerade ja auch gesagt, verliert sogar ein ganzes Mandat. Der Landesvorsitzende der Berliner FDP, Christoph Meyer, der gleichzeitig ja auch der stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag ist, sagte allerdings, dass das jetzt kein Grund sei, die liberale Politik in der Bundesregierung zu ändern. Und bei Union und AfD in der Opposition großer Jubel? Genau, weil auch da zeigt sich irgendwie der Trend, hat sich auch hier nochmal manifestiert. CDU und AfD sind stabil aus dieser Teilwiederholungswahl herausgekommen. Vor allen Dingen die AfD, trotz der Proteste, die es ja auch hier in Berlin gegeben hat, teilweise in Berlin wirklich mit sehr starken Ergebnissen, muss man sagen. Aber auch ein leichtes Aufatmen bei den Linken war heute zu hören. Die krebsen ja mehr oder weniger sehr lange schon an der 5%-Hürde herum. Da war eben das Ergebnis der Wahl von gestern durchaus mit Erleichterung aufgenommen worden. Aber wie gesagt, es ist ja eben nur eine sehr begrenzte Wahl, sodass der repräsentative Gehalt sehr gering ist. Dankeschön, Iris Seyram in Berlin.